Hallo! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute geht es um die Software WordPress. Kurz gesagt ist WordPress ein freies Content-Management-System zur Erstellung von Webseiten und Blogs. Ein Open-Source-Projekt, das permanent weiterentwickelt wird und PHP-basiert arbeitet. Die Software steht für Webstandards, Eleganz und Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung der Website erfolgt im Webbrowser, allerdings steht auch eine App für Tablet und Smartphone zur Verfügung, um an der Website weiterzuarbeiten und den Inhalt zu verwalten. Es werden bereits vorgefertigte Themes für Nutzer zur Verfügung gestellt, wobei man die einzelnen Farben und Bestandteile der Website individuell anpassen kann. Außerdem bekommt man über 55.000 freie Plugins zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung sowie auch die Erstellung der gewünschten Website ist kostenlos. Manche Funktionen sind allerdings kostenpflichtig, wie zum Beispiel das Konfigurieren einer eigenen Domain, sowie auch einige Plugins. Wenn man schon Erfahrung mit CSS und HTML hat, kann man allerdings auch seine eigenen Elemente einfügen und mit bereits vorhandenen Vorlagen aus WordPress kombinieren. Ebenso ist die lizenzfreie Mediathek Pexels direkt mit dem Dashboard verknüpft und man kann geeignete Fotos ohne großen Aufwand direkt in die Website einbinden. Das teilweise unübersichtliche Dashboard könnte für Webdesign-Anfänger etwas unübersichtlich wirken. Alles in allem ist WordPress eine gute Methode, seine Webseite zu erstellen und permanent instand zu halten. Gerade für kleine Unternehmen und Blogs ist es optimal, auch mit keinen oder geringen Kenntnissen eine stilvolle und übersichtliche Website zu erstellen. Wenn die Website einen Webshop enthalten soll, kann es sein, dass die Erstellung der Website eine Datenbanksoftware benötigt. Außerdem integrierte WordPress bei den letzten Sicherheitsupdates viel mehr kostenpflichtige Attribute, was die Erstellung einer Website mit wenig oder auch geringen Kosten immer mehr erschwert. Man kann aber direkt in der Websoftware seine Website upgraden und sogar zwischen einzelnen Tarifen auswählen, in denen auch mehrere kostenpflichtige Funktionen enthalten sind. Falls man seine bereits vorhandene Website ändern oder gestalten möchte, kann man eine bereits vorhandene Domain ohne Kosten integrieren. Es bietet außerdem die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit anderen zu erleichtern, sodass mehrere Personen an einer Website arbeiten können. Durch die Applikation kann man überall die Funktionen der Website verwalten oder gegebenenfalls ändern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut doch auch gerne mal noch auf unserem Kanal vorbei.